Das Abkämmen beim Looking funktioniert auch in Kombination mit etwas Stricken und Häkeln. Ich habe jetzt hier die krause Seite, das heißt, ich werde das Garn auch weiterhin immer vorne haben. Und ich gehe jetzt durch die nächsten beiden Maschen. Das Garn, wie gesagt, ist vorne, dann hole ich mir das Garn durch diese beiden Maschen durch. Das Garn wieder nach vorne. Jetzt gehe ich nur durch die nächste Masche, hole mir das Garn, ziehe das durch die beiden durch. Dann wieder nur durch die nächste Masche, ziehe mir das Garn durch. Nur durch die nächste Masche. Und dadurch, dass das Garn vorne bleibt, entsteht weiterhin das Perlmuster. So, jetzt können wir das hier rausziehen. Und das ist mit einem schönen Zopf abgekettet.